Willkommen zu einem neuen Wochenvlog, liebe Freunde. Heute ist Montag, ein neuer Start in die Woche. Was machst du, Ilona? Love Island immer noch gucken. Cool. Was machen die Katzen? Ich habe eine Katze gefunden. Stinker, was miaust du hier rum? Was ist los, Babyboo? Gehen wir mal wieder zu der ruhigen. Hi, ruhige. Ich bin mal wieder out of focus, so wie immer. Ich mache jetzt gleich eine Heels Class. Boah, ich will gerade irgendwie am liebsten schlafen. Right leg and a straight left leg to go zoom, tick, tick, drop. So it's gonna go. Let it on it. Ich habe heute Morgen schon Sport gemacht. Wie ihr sehen könnt, bin ich in meinem Sport-BH. Auf jeden Fall fahre ich jetzt gleich mit meiner Mama einkaufen. Ich wollte euch einen Trick geben. Wenn ihr nicht geschminkt seid und davon ablenken wollt, macht einfach dicke Kreolen rein. Am besten, wenn es sonnig ist, setzt ihr auch noch eine Sonnenbrille auf. Dann ein süßes Outfit. Ich ziehe heute diesen Pulli an, weil irgendwie ist mir voll kalt. Ich glaube, draußen scheint die Sonne, aber irgendwie ist es kalt. Ist voll windig so. Und keiner wird merken, dass man ungeschminkt ist. Sag ich mir so. Dann noch, ganz wichtig, ordentlich Parfum drauf. Ich liebe das so sehr, wirklich. From the bottom of my heart. Kann man das öffnen? Ich wüsste gern, wie viel da noch drin ist, aber ich will es nicht kaputt machen. Aber ich glaube, so Hälfte oder so. Ey, Cleo, was machst du hier? Cleo! Erwischt. Und ich habe halt einfach Bock, das zu posten, was ich will. Ja. Go off, Queen! Good morning, ich habe mir gestern Abend meine Haare gewaschen. Das ist das Update zu meinem Pony. So sieht er morgens aus, wenn ich nichts damit mache. Ich muss sagen, ich bereue es ein bisschen. Nicht, weil ich es nicht mag oder so. Ich fand, an einem Tag auf jeden Fall sah der schon gut aus. Aber es ist mir viel zu viel Arbeit. Und dafür, dass er meistens halt so aussieht, it's not worth it. Deswegen, ja, war eine schöne Woche mit diesem Pony. Jetzt lasse ich ihn wieder rauswachsen. Naja, ich muss jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen machen, die ich die ganze Zeit schon vor mir hinschiebe. Und zwar, das habe ich auch euch schon im letzten Vlog erzählt, dass ich meinen Laptop einmal zurückstellen möchte auf Werkeinstellungen. Das mache ich jetzt, weil jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Eben noch Gesicht eincremen. Vielleicht lege ich mich heute auch noch raus in die Sonne. But I'm not sure yet. Ilona hat Pancakes gemacht. Oh, die Maus ist am Essen. Die hat schon wieder alles hier an Essen verteilt, Mausi. Aber naja, für mich gibt es jetzt Pancakes. Ich frage mich. Oh. Wow, so pretty mit Blumen. Wow. Amazing. Ich habe hier gerade Essen gemacht. Tada. Warum ist hier so viel Action? Hallo. Das riecht lecker. Das riecht so also zitronig irgendwie. Ehrlich, zitronig? Ja. Da ist Dings drin, Sellerie. Da ist leider kein Platz für Baran jetzt, Papa. Du musst warten. Papa, du musst warten. Auf jeden Fall, dieses Gericht nennt sich Jambalaya. Jambalaya. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich schaue es mal nach. Auf jeden Fall ist das ist ein Spicy Vegan Recipe. Das habe ich benutzt für Knoblauch, Zwiebeln, ja, Sellerie. Ach so, ja, wenn Jambalaya? Falsche Frage. Ja, wo ist denn jemand in Amerika? Aber woher das kommt so, das? Hört sich African an. Ich meine irgendwas. Ja, es hört sich African an. Ist das Amerika oder so? Ich weiß es nicht. Ja, das könnte sein. Oder Dings, wie heißt das? Karibik. Jambalaya ist ein auf Langkornreis aufbauendes Gericht, das typisch für die Cajun-Küche und die kreolische Küche in Louisiana ist. Das Gericht leitet sich wahrscheinlich von der spanischen Paella ab, die in der Zeit der spanischen Herrschaft in New Orleans Fuß fasste, ist aber vermutlich auch von afrikanischen und französischen Einflüssen geprägt worden. Genau, das ist ein Rezept von Pinterest und ich werde dazu das hier essen. Und ich mache hier die Hälfte davon. Cold Barbecue Stripes. Ilona und ich lieben die voll. Ja, die sind echt lecker. 27 Gramm Eiweiß. Ja, siehst du. Und ich esse diese Refried Black Beans. Ich finde das voll geil. Ich finde, das schmeckt richtig lecker, auch wenn es so widerlich aussieht. Das sieht einfach aus wie Katzenfutter. Aber ich sag's euch. That's what I like. Ehrlich, es sieht schlimmer aus als Katzenfutter. Es sieht ehrlich schlimmer aus als Katzenfutter. Hier haben wir noch Brokkoli drin. Den habe ich vor ein paar Tagen gekocht. Ne, gestern? Vorgestern? Vorgestern, glaube ich. Was? Den gibt es auch dazu. Papa, ganz ehrlich, wie kann man immer in mein Video reden? Na, Papa, Schlepper.
Das stimmt, he's right. Oh, hier ist jetzt meine schöne Portion und ich habe das schon probiert, das schmeckt richtig gut. Ich weiß halt noch nicht so ganz mit dem Sellerie, dass das so los ist. Ich liebe das. Das ist mein Lieblingsgeräusch. Ilonas Nase putzen. Genau, so, ich gehe jetzt joggen mit meiner Schwester Caro. Ilona hat keine Lust mitzukommen, ne, Ilona? Wie bitte? Wie bitte? Ich bring's dir sofort. Nein, du hast mir doch eine neue Schere gegeben. Favorita, hey Mama. Ich habe mich gerade fertig gemacht und diese Frisur gemacht. Das war jetzt aber super schwer und es hat auch nicht richtig funktioniert. Ey, was redest du mir einfach rein? Ich will diese scheiß Musik ausmachen. Ich habe mir einen Pony geschnitten und jetzt halten diese Strähnen nicht. Ah, ich will doch einfach nur süß aussehen wie Britney Spears. Whatever. Auf jeden Fall holen Ilona und ich jetzt... Ah, Ilona... Warum müssen alle immer so laute Geräusche in meinem Vlog machen? Nee. Ihr habt Probleme. Warum? Weil immer alle Leute laute Geräusche in meinem Hintergrund machen. Ja, aber du bist die, in meinem Hintergrund laute Geräusche macht. Ich vlogge, sie sind da zu singen. Hier fallen auch überall Haare raus. Was habe ich mir gedacht bei diesem Pony? Ich habe mir gar nichts gedacht. Das ist das Ding. Dann mache ich mir Kreolen rein. Dann hat sich das alles auch schon wieder erledigt, ne? Guck mal, es fällt einfach auseinander. Scheiße. Hast du hier irgendeine Tasche, die ich nehmen kann? Ja. Ich will keine von deinen Minibags. Ich habe aber nur Minibags. Das passt nicht zu meinem Look. Passt schon. Sonst keine? Du kannst halt eine von den beiden haben. Mein Portemonnaie passt halt hier nicht rein. Ich so. Sorry, jetzt Ariana. Kann ich die nehmen? Ja, kannst du. Naja, Leute, was soll ich sagen? It is what it is. Was macht die Lohne mal wieder Schönes? Ich gehe jetzt alle einmal nerven. Meine Haare abrasieren. Abrasieren? Ja. Warum? Weiß nicht. Ilona hat in den letzten Tagen so, nicht Tagen, Wochen, würde ich sagen. Letzten Wochen, seitdem wir hier sind, hat sie so viel an ihren Haaren verändert. Ja. Ich habe einmal meine Haare geschnitten und einmal meine Haare gefärbt, das war's. Ja, das geht noch. Was macht Vater? Kreisit. Nee, pokaj, Silikon im Sommer, aber потом kreisit wird auch. Kannst du auf Deutsch reden, dann muss ich nicht immer alles übersetzen. Aha. Ich muss ein bisschen streichen, die Wände streichen. Schön. Aber du hast noch was anderes gesagt. Du musst mit Silikon. Erstmal mit Silikon, dann soll ich ein bisschen nachfühlen. Ah, okay. Die kleinen Löcher. Mhm. Die kleinen Löcher. Die kleinen Löcher. Okay, danke für euer Feedback. So, jetzt geht's weiter. Wir haben noch eine dritte Person, die ich nerven kann. Karolinschik. Was macht Karolinschik? Caro macht Zucchini Brownies. Und Whitebeans macht für Papa. Abendessen. Toll, guck mal, Papa bekommt Schnitzel. Oh, oh. Was bist du für eine Wifey? Ist okay. Das stimmt, Papa mag es knusprig, deswegen ist in Ordnung. Caro, was sagst du zu meinem Look? Ich weiß mich an jemanden. An jemanden, aber an wen? Ich weiß noch nicht an wen. Aber du könntest so eine Latina sein. Oh. Das ist mein Lieblingskompliment. Wie heißen diese Zement? Ey Mama, Favorita, ey Mama, Senorita. Aber so eine Hausfrau-Latina. Achso, ich bin eine Hausfrau-Latina. Ja. Okay, das ist ein nettes Feedback. Weißt du, einmal hat ein Obdachloser in der Bahn zu mir gesagt, dass ich aussehe wie eine Südamerikanerin. Ich ja, so, der meinte ungefähr das selber, was ich jetzt meine. Genau. Wo sind jetzt die Eier? Ach so. Hier, wir haben so ein Tütchen, sogar zwei. Eiersatz. Pflanzlich. Hauptsache Angel Energy. Toll. Victoria's Angels. Ach so, Victoria, ja, ja, ja. Ihr versteht schon, das ist die richtige Angel Energy. Aber will man unbedingt Victoria's Secret Angel Energy haben? That's my question. Okay. Okay, hast du verstanden? Aber ich brauche eigentlich drei. Du kannst ja noch einen Löffel Apfelmus reinmachen. Mein Name wird eh übertrieben mit den Eiern. Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, okay. Ich wollte gerade wieder gehen, aber ich muss dir gerade scheinbar helfen. Eigentlich ist hier Backpulver, aber irgendwie ist hier nichts mehr. Hm. Vanillinzucker. Paki? Ah, da. Aber ich glaube, da ist noch ein offener. Und ich mache das hier nachher rein. Wobei, doch, ich mache ja Kuchen.
Nee, hier ist nichts mehr. Nimm neun. Was machst du eigentlich? Eigentlich habe ich halt richtig Hunger. Und deswegen könnte ich halt meine Suppe essen, mein Reis essen, die Stars, Ananas. Eigentlich muss ich aber auch noch ein Tanzvideo filmen. Vielleicht mache ich das jetzt. Wolltest du auch einen Tanz machen? Was? Weißt du, ich mache jetzt einen TikTok. Nee, ich meinte anderen. Kennst du so einen anderen? Das steht so drauf irgendwie. Deine Schwester hat eine schöne Nase bekommen und du nicht. Und dann sagst du so, you bitch. Love me, hate me. Das ist so geil, das ist mein Lieblings-TikTok. Das sagen die immer so, das machen die immer so bei ihren Eltern. Wenn deine Mama dir die hässliche Nase gegeben hat, you bitch. Und dann gehen die so weg. Ja. Aber die machen so ganz nah, warte. You bitch. Und dann gehen die so weg. Love me, hate me, what you want about me. All the girls and all the boys. Wie bitte? Kannst du bei Papa machen mit deinen Augenbrauen? Papa, danke dafür, dass ich deine Augenbrauen bekommen habe. You bitch. Aber das Ding ist, das ist sogar ein Ausschnitt von Elite. Echt? Dieses you bitch sagt, Lou sagt das zu Halle? Nadia, glaube ich. Kommt sie so raus. You bitch. Ich habe eine einzige Frage. Wie oft kann man noch you bitch sagen? Das ist meine einzige Frage. Ich habe sogar alles zensiert, weil ich war so, wenn mein Video deswegen demonetarisiert wird, nicht mit mir. Scheiße. Guck mal dagegen. Also, die Situation ist die, ich hab iMovie immer noch nicht auf mein MacBook bekommen. Naja, Leute, ich habe mir heute auf jeden Fall ein neues MacBook bestellt. Ich dachte, es wird einfach mal Zeit und deswegen habe ich mir jetzt auch einfach den aktuellsten geholt. Jetzt nicht irgendwie gebraucht von vor 2 Jahren oder so. Ich dachte mal, komm, dann bin ich jetzt wirklich auch mal wieder auf dem neuesten Stand. Und habe hoffentlich dann erstmal keine Probleme. Meine Schwester hat schon gesagt, dass sie meinen alten haben möchte, deswegen. Alles cool, alles fun and games. Gesundheit. Gesundheit. Ich werde jetzt erstmal mein Zimmer aufräumen, weil, ja, it's wild in here. Also so schlimm ist es nicht, aber es muss auf jeden Fall noch ein bisschen hier weggeräumt werden. Da sind ein paar Sachen, die meine Schwester mir gegeben hat, die werde ich auch noch verkaufen. Das sind einfach so meine Klamotten. Ich habe jetzt halt Klamotten von meinen Eltern in meinem Kleiderschrank. Deswegen weiß ich nicht so ganz, wo ich mein Zeug hinlegen soll, weil ich irgendwie gar keinen Überblick mehr habe, wo jetzt meine Sachen sind und was nicht. Deswegen liegt das da so komisch auf dem Stuhl rum. Meinst du? Kann man selbst spenden, oder? Ja, oder? Ich würde es auf jeden Fall spenden. Weil also so Wörterbücher kann man ja eigentlich gut zu Schülern spenden. Ja. Aber ich weiß halt nicht, wie man das spendet. Ja, ich halt auch nicht. Schmeiß die nicht weg. Ja, ich glaube nämlich auch. Mama, ich glaube, Wörterbücher kann man halt wirklich so an Schüler ganz gut spenden. Also, falls ihr da was wisst, schreibt gerne in die Kommentare. Ich räume jetzt mein Zimmer auf. Da muss ich heute noch eine Story filmen. Und dann schaue ich mal, ob ich irgendein anderes Schneideprogramm. Ob ich irgendein anderes Schneideprogramm auf meinen Laptop bekomme, damit ich wenigstens diesen Blog hier schneiden kann, weil das wäre natürlich auch nicht so cool, weil mein Mac bekommt wahrscheinlich so in 5 bis 7 Tagen an, Standort. Wird es noch ein Weilchen dauern, bis das hier ist. Und bis dahin muss ich natürlich Content liefern. Ihr wartet ja alle. Was ist los, Papa? Nix. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich bin gestern so gegen 12, glaube ich, schon eingeschlafen. Ich bin heute dann auch um 8.30 Uhr erwacht. Goals. Genau so will ich es haben. Habe ich aber trotzdem jetzt 2 Stunden die ganze Zeit gechillt. Und dann ist mir eingefallen, liebe Leute. Mein Problem war ja, dass ich iMovie nicht mehr auf mein MacBook bekomme. Aber jetzt habe ich gerade ausprobiert. Vielleicht schaffe ich ja ein anderes Schnittprogramm darauf zu bekommen.
So dass ich immerhin diesen Vlog hier schneiden kann. Ja, Leute, heute ist auch schon wieder Sonntag. Diese Woche ist ehrlich vorbeigeflogen. Wie immer, aber irgendwie. Ilona ist schon nebenbei hier am Zumba machen. Das ist mein Lieblingslied. So, Leute, hier haben wir mein wunderbares Porridge. Das ist mit Rosinen und Äpfeln gekocht. Und dann habe ich obendrauf Erdnussmus, weißes Mandelmus. Noch Zimt, Hanfsamen und so Kokos-Schoko-Chips. Im Hintergrund ist ganz viel Action, weil bei uns zu Hause umgeräumt wird und so weiter und so fort. Und solange die schön alle arbeiten, hocke ich hier und esse genüsslich mein Frühstück. Bei meiner Family gab es hier schön Brötchen zum Frühstück. Mich hat aber keiner gerufen zum Frühstück. Nee, Spaß, ich weiß nicht, ich esse halt immer so am liebsten eigentlich hier Porridge, das wisst ihr auch mittlerweile. Und manchmal esse ich auch Brötchen, aber ich finde, ich bin einfach vom Brötchen nicht so krass gesättigt und auch nicht so lange. Und auch wenn ich manchmal richtig Bock habe, dann esse ich lieber eine kleinere Portion Porridge und dazu vielleicht ein Brötchen dazu, weil irgendwie fehlt was, wenn ich kein Porridge esse. Und ich habe in den letzten Tagen echt wenig Porridge gegessen und ich glaube, das hat mir gefehlt. Wenn ich dann so eine Acai Bowl esse, habe ich auch irgendwie nach einer Weile schon wieder Hunger. Also ich meine, das ist ja auch logisch, weil so eine Bowl besteht ja auch hauptsächlich aus Obst. So lange hält es jetzt nicht satt. Weiß nicht, wie ist es bei euch, liebe Leute? Schreibt mir in die Kommentare, was ist euer Lieblingsfrühstück und wie seht ihr das? Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Guck mal, hier so war meine Kamera und gucke ich so rüber und das ist einfach so ein Kopf plötzlich. Ja, so ein Riesenkopf, wie wir halt haben, ne? I was kind of scared. Caro, was ist dein Lieblingsfrühstück? Pizza. Pizza? Auch? Nein, ich liebe Toast mit Avocado und Spiegelei. Okay, danke. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Leute, die so Ei einfach frühstücken. Macht das satt? Aber nur Ei geht auch nicht. Ja, aber manche machen das. Ja, nur so Rührei, dann weiß ich nicht, wie viel ich essen müsste. Einfach eine Packung. Ja, und dann wäre mir voll schlecht, dass du 10 Eier gegessen. Mit Sucuk oder so. Nicht in meinem Haus. Mir ist gerade voll Porridge runtergefallen. Ich habe immer noch nicht viel gemacht, aber ich habe ein bisschen Hunger bekommen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde jetzt Ilona joinen, weil Ilona ist gerade am Frühstücken. Und ich werde einfach mal, wie gesagt, ihr joinen. Ich muss eben mein Laptop aufladen. Ich liegt schon wieder alles auf dem Boden hier, ne? Frechheit. Warum hörst du jetzt auf? Hab meine Vlogging-Kamera einfach hier auf dem Tisch vergessen, Mensch. Habe ich die ganze Zeit ja gar nicht wieder gevloggt. So, was gibt's hier im Kühlschrank? Das ist nicht der Kühlschrank. Das ist unser Süßigkeiten-Schrank. Das ist mein Lieblingsschrank. Wir haben gestern so ein... Oh, ich habe den Fisch aus Versehen wieder angemacht. Soll ich ihn ganz ausmachen? Ja. Kannst du mir mal Wasser geben? Ja. Was ich sagen wollte ist, wir haben gestern ein Video geguckt, da hat Ilona die gerade neu gekauft. Und das ist, wie viele Jahre her? 6 oder so. Und so viel hat Ilona von der Kerze benutzt. Ja. Ah, süß, hier ist Cleo. Das ist halt, wenn man sich immer gute Sachen aufbewahrt und sie ja. Deswegen nicht benutzt. Ja, das ist dumm, Leute. Das macht gar keinen Sinn. It's just dumm. Oh. Ja. Hast du es ausgeklopft? Nee. Oder soll ich machen? Ja, mach mal bitte. Okay. Also Leute, ihr kennt ja mittlerweile, ne, die Secondhand-Halls, die so innerhalb des Hauses stattfinden. Habe ich irgendwann in einem letzten Vlog gezeigt. Sorry, hier fällt irgendwo mein Pony raus. Auf jeden Fall habe ich wieder ein paar Sachen von Ilona bekommen. Und deswegen dachte ich, mache ich mal wieder einen neuen Haul für euch. Haul aus Ilonas Zimmer. It's not working. Hello, Beach. Also, als erstes hat sie mir ein paar Sport-BHs gegeben. Beziehungsweise so Bralettes. Und ganz viele Unterhosen. Die zeige ich euch jetzt nicht. Ist mir ein bisschen zu privat, hier euch meine Slips zu präsentieren. Aber ein paar Bralettes. Ich weiß noch nicht, ob die mir passen. Das hier werde ich auch wahrscheinlich aussortieren, weil im Bügel drin. And I'm not wearing those. Wisst ihr, das sind so die, du vertraust lange auf die und irgendwann stechen die einfach hier so rein. Wisst ihr, so die einzigen, wo du dachtest, du kannst auf die zählen, machen sowas. Deswegen, I'm not trusting those. Dann hat sie mir einen Bikini-Top gegeben. Hier, sieht ganz süß aus mit so einem überkreuzten Ding an der Brust. Genau, dann haben wir hier noch ein Bralette, das sieht auch voll süß aus. Ich habe halt einen so einen Lieblingsbralette, das habe ich auch von Ilona gekriegt. Deswegen, irgendwie sucht sie die besten Sachen aus. Hier das auch von H&M, glaube ich. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ich das so gerne mag, weil es halt so ein breites Band unten ist und dann erst der spitze Stoff. Habe ich das an? Ne, ich habe ein anderes an. Dann einfach noch so ein ganz normales Bralette. Das hat hinten so schöne Überkreuzdinger. Einfach so ein Dreieckding.
Und dann noch das hier, das sieht auch süß aus. Von dieser Marke hier. So ein weißes Bralette. Aber da sind halt so voll Cups drin. Das ist auch nicht schlecht. Ja, aber ich weiß nicht, ob mir das zu groß ist, weil irgendwie sehen die Cups schon größer aus. Ich weiß nicht, ob meine Brust ist wahrscheinlich zu klein dafür. Aber egal. Wie gesagt, das muss ich alles noch anprobieren. Dann hat sie mir noch ein paar Sachen gegeben. Einmal Pinsel, die muss ich aber alle noch waschen. Das sind einmal so welche, da dachte ich so, vielleicht kann man die zur Nasenkontur ausprobieren. I don't know, das so reinschillen. Dann so einer, könnte für Kontur oder so ganz gut sein. Highlighter, Rouge, I don't know. Dann wollte ich einen neuen Spoolie haben, hat sie mir einen gegeben. Weil ich hatte keinen mehr. Meiner ist mir halt rausgefallen. Also ist so aus dieser Halterung rausgefallen. Ich benutze es halt immer für Fake Freckles und ich habe ewig keine mehr gemacht. Und das hier habe ich auch. Und ich mag es voll gerne, deswegen habe ich Ilonas auch noch genommen. Muss ich aber alles, wie gesagt, waschen. Beauty Lift Serum. Dann hat sie mir ein paar Lashes gegeben. Ich glaube, die waren mal von Amazon. Die hatte ich auch. Ich dachte so, komm, wieso nicht? Und dann haben wir hier noch so Wispies oder so. Und noch so, oh, wisst ihr noch Red Cherry Lashes? Das waren so die OGs. Alle haben einfach Red Cherry Lashes getragen. Ich hatte jetzt ewig keine mehr. Und dann hat sie mir mal wieder einen neuen Bronzer gegeben. Alle Bronzer, die ich benutze, sind alle von Ilona. Weil sie immer ihre ganzen Sachen aussortiert. I don't know. Das ist einer von Catrice. Und dann haben wir einen Too Faced Rouge. Das riecht einfach nach Erdbeer, Leute. Das riecht einfach so richtig nach Kinderschminke, so Lollipop-mäßig. Da sind halt so Erdbeeren drauf. Und hier im Spiegel ist auch nochmal so eine Erdbeere. Halt wie Too Faced ist. Immer übertreiben. Und dann noch dieser Clarin. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Dieser Eclat Minute Lip Gloss. Das war einfach gehypt des Grauens auf YouTube. Ich weiß nicht, ob man halt dieses Schwammding abmachen kann. Habe ich halt in so einem Concealer auch gemacht. Das werde ich ausprobieren. Vielleicht kann man den einfach so auftragen. Und dann habe ich letztens auch schon ein paar Sachen bekommen. Von meiner Schwester, glaube ich. Von Caro und Ilona. Ich bin mir nicht sicher. Die habe ich euch aber nicht gezeigt. Habe es irgendwie vergessen oder so. Ja, das war mein Inside Secondhand Haul, I guess. Das Shirt, ne? Falls ihr euch fragt, wo das her ist, das ist von Bershka. Ich habe gesehen, es gibt auch so ein Hoodie davon. Ich habe es jetzt halt Secondhand gekauft, aber eigentlich ist es von Bershka. Ich bin ein bisschen getriggert, mir den Hoodie zu kaufen. Aber ich mag an dem Hoodie nicht, dass da Sailor Moon drüber steht. Ich hätte gerne nur das Bild drauf, wisst ihr? Aber da ist halt diese Sailor Moon. Ich weiß gar nicht, was das für eine Version von ihr ist. Auf jeden Fall, wo sie... Nee, da ist eben nicht Sailor Moon drauf. Stimmt, da ist nämlich Chibi Moon drauf. Aber als Erwachsene oder so, die hat dann halt so diese Knödel hier und dann so lang, oder? Wait a damn second. Cause I'm looking for a boyfriend I've seen. Oh, ist sogar reduziert. Oh, aber ausverkauft. Ja, okay, die ist ausverkauft. Ist eh egal, kann man sich eh nicht kaufen. Aber guck mal, das ergibt gar keinen Sinn. Guck mal, das steht dick, fett Sailor Moon oben drüber, aber das ist halt Chibi Moon. Das ist die erwachsene, ältere Version, whatever, von fucking Chibi Moon. Oder ist das Luna als Person? Digga, ich habe schon ewig nicht mehr Sailor Moon geguckt. Nee, Luna sah anders aus. Oh mein Gott. Ich wollte immer so aussehen wie Luna als Person. Oh mein Gott, töte mich. Sie hat so diese ganz heftigen Locken in schwarz. Wow. Das ist sie. Das ist die, die auf dem Pullover drauf ist. Das ist Chibi Moon als... Erwachsen. Aber warum hat sie diesen Mond hier drauf? Haben die, die haben das doch gar nicht. Sailor Moon hat das doch auch nicht. Ich will das doch mal gucken. Oh, und Chibi Chibi Moon. Sie ist die Süßeste. Guck mal, wie kann man so süß sein? Baby. Kann man Sailor Moon irgendwo gucken? Also irgendwo, wo es nicht illegal ist? Weil auf Netflix oder so gibt es das ja nicht. Wir hatten halt alle Sailor Moon Folgen auf Kassette. Aber ich glaube nicht, dass wir die alle auf DVD gebrannt haben. Naja, es gibt noch andere Animes. Wer da was weiß, sagt mir gerne Bescheid. Ja, meine Lieblingsserie eigentlich so anime-mäßig war früher Gianni Kamikaze Diebin. Das habe ich sogar irgendwann nochmal geguckt. Das habe ich auf irgendeiner Seite gefunden. Das war so eine Anime-Seite. Ja, und was habe ich sonst noch geguckt? Doremi habe ich geliebt. Oh mein Gott, wir haben das immer mehr... im Kindergarten gespielt, weiß ich noch. Kindergarten oder erste Klasse oder so, haben wir uns immer aufgeteilt. Jeder war was anderes. Dore und Mi. Und wir hatten so kleine Figuren und so Ketten oder so. Dore, Mi. Aber irgendwann ist das Anime-Ding vorbei gewesen. Dann habe ich irgendwann gar nichts mehr geguckt. Also nur so, als ich wirklich klein war. Oh, ich liebe Dore, Mi. Das ist so cool. Und Dings... Wer ist es nochmal mit diesem Hamster? Hamtaro. Warte, ich muss euch noch kurz Doremi zeigen, bevor ich es hier wieder wegmache. Es waren diese Hexen quasi. Es war so süß. So ein Süßer. Davon hatten wir auch so ein Kissen von seinem
Kopf irgendwie. Hallo, fokussier. Warum fokussiert das nicht? Hallo, ich möchte, dass Hantaro fokussiert wird. Digga, ich raste gleich aus. Schau, da ist der süße Hantaro. Und dann gibt es halt noch so einen weißen. Guck mal, die ist so süß. Die hatte, glaube ich, Ilona auch so als kleine Figur. Die süße Maus. Oh. Guck mal, wie die so einfach süß auf dem Gras chillen. In den Blumen. Okay, ich habe euch jetzt noch nicht Jan die Kamikaze-Diebin gezeigt. Das war wirklich meine Lieblingsserie. Und da habe ich auch jede Folge mindestens einmal halt von geguckt. So. Oh. Sie fliegt über die Dächer der Stadt. So eine geile Serie, ohne Witz. Ich finde wirklich so Top 1, wenn ich zurückdenke, was ich so als Kind geguckt habe. Sailor Moon, Jan die Kamikaze-Diebin, wirklich. Jan die Kamikaze-Opening, höre ich mir jetzt erstmal an. Oh, stimmt, ich habe falsch angefangen. Entfernten Welt. Mit meiner Welt strahlend hell. Jetzt weiß ich den Text wieder. Bin atemlos. Und auch mein Herz schlägt schnell. Sie ist nicht zu fassen, denn sie ist wie ein Geheimnis, das hier niemand kennt. Sie sucht die Dämonen und Schatten. Sie zu bekämpfen ist ihr Element. Das ist ein Kinderserien-Erraten. Geil, ich mach das jetzt. Das ist Pokémon. Ihr könnt ja mitmachen. Ich musste eben kurz den Akku wechseln. Der war mal wieder leer. Machen wir direkt mal weiter. Ich weiß halt nicht, wie viel ich hier reinschneiden kann. Wegen Copyright. Nicht, dass ich wegen dem Pokémon-Intro oder so hier meine Monetarisierung verliere. Komm ruhig. Komm rein, Caro. Ja, was machst du denn? Einfach so aus Spaß. Aus Jux und Tollerei. Guck mal, was die Lona mir gegeben hat. Und ganz viele Unterhosen und Bralettes. Warte, ich werde gerufen. Wollte aber keiner kaufen. Will aber keiner kaufen, also nee. Ist das altkleiner. Ich lese hier einfach nebenbei ein bisschen Nachrichten, solange ich auf meine Schwester warte. Aber ich sehe so schön aus, deswegen bleibe ich hier sitzen. Caro, guck mal mich an, guck dich an. Ja, beides nicht der Hammer. Hast du eigentlich Pokémon geguckt? Ja. Ehrlich? Ja, ich habe noch vor dir Pokémon geguckt. Ich habe das aber nicht geguckt. Ach so, ja, dann habe ich sowieso vor dir geguckt. Da war ich... Ganz klein, oder? Ja, Grundschule. Wir haben Pokémon-Karten gesammelt. Ah ja, die also sind das Pokémon. Nur so 5 Jahre oder so. Ja. Oh, das kenne ich, aber was ist das nochmal? Keine Ahnung. Kommst du drauf? Ich habe nur so ein Video auf meinem Handy. Der Mondnebel. Habt ihr so eins gemacht, Jana? Ja, das ist auf meinem Handy. Ich schick dir das. Geil, danke. Ich freue mich schon. Ich finde es auch geil, wie da so ein Big Brother Logo drin ist. Da hat der Slatko noch mitgemacht. Damals. Ja, wer ist der Slatko? Das ist der allererste Gewinner von... Nee, oder war das der Jürgen? Auch der Slatko oder der Jürgen, da weiß ich auch nicht mehr, wer das war. Du bist mein großer Bruder, du bist immer da. Kennst du das nicht? Nein. Google. Aber ich mache noch das Spiel. Es dauert eine halbe Stunde lang, das Video. Das kenne ich nicht. Shinshan? Was war das nochmal? Das war der hat immer seinen Arsch gezeigt. Ja. Das habe ich aber auch nicht wirklich geguckt. Ich schon. Ja, also ich kenne das so. Ich habe das bestimmt nochmal geguckt, aber nicht, dass ich das Intro kenne. Aber ich meine, das ging auch anders. Vielleicht hat es auch ein anderes Intro. Weil ich erinnere mich an andere Shinshan-Musik. Aber vielleicht gab es auch so staffelmäßig. Weißt du, manchmal verändert sich ja das Intro. Also weil das ist ja war so das nicht bei Sailor Moon auch irgendwann anderes? Ja. Simbasalabim. Nee. Simbasalabim. Simbalabim. Simsalabim Sabrina? Das war auch eine geile Serie. Hab ich ja nie verstanden, was die da singen. Sie ist ein Melonfraß. Hä, was hast du jetzt daran nicht verstanden? Als Kind habe ich immer verstanden, sie ist so noglich. Ich weiß nicht, was noglich ist. Aber jetzt verstehe ich. Und dann verstehe ich, die singen, sie ist ein Melonfraß. Was singen die denn? Es wird eine Melonfahrt, verstehe ich. I don't speak German. Ist Tom und Jerry? Ja. Oh, das kennt ihr auch, was ist das? Vicky. Ich mochte das nie. Ich auch nicht, ich hab's voll gehasst. Aber ist Vicky jetzt ein Mädchen oder ein Junge eigentlich? Ich glaube ein Junge. Oder nicht? Oder ein Mädchen. Ehrlich? Ich weiß es nicht. Ist das nicht ein Junge? Weiß noch, ich habe mich irgendwann gewundert, weil ich dachte, es wäre das andere. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, was ich dachte. Vicky, hey, Vicky, hey. Hexi. Jetzt habe ich aus Versehen Vicky Hexi eingegeben. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, Hexi. Ach, Vicky wird, wird ganz anders geschrieben, als ich dachte. Ist ein kleiner Junge. Okay, dann dachte ich... like me. Dann dachte ich schon, es wäre ein Mädchen. Ja, ich glaube, man denkt auch, weil Vicky eigentlich Victoria ist. Ja, und so, der so lange Haare hat.
So ein Potschnitt, ja. Weißt du? Stimmt. It's a boy. Next one. Da kommt keine Musik. Das war's. Vielleicht wurde es gesperrt. Das war's. Manchmal werden Lieder zwischendurch gesperrt. Echt? Ja, halt Copyright. Oh, es war Winnie Pooh. Ich kenne das irgendwie, es kommt mir bekannt vor. Ja, ich glaube, das ist Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht, was das ist. Ah, das ist Tom, die Lokomotive! Hä, lief Thomas auf ARD? Das lief doch auf Super RTL auch. Auf Super RTL? Ja. Aber das Original glaube ich nicht. Der Trickfilm lief doch später. Den Trickfilm kenne ich gar nicht, ich kenne nur das. Oh, das fand ich geil, da stand der Text bei. Oh, scheiße, jetzt habe ich ausgemacht. Hallo, also. Mein Lieblingsintro ist immer von Goofy und Duck. Really? Kennst du es? Mhm. Ich mach mal kurz an. Das ist das Beste. Man kann ja danach noch weiter raten. Das ist das Allerbeste. Goofy. Nee, Goofy und Max. Und Max, ja. Goofy und Duck. Weil das Kind ist das geil. Hip-Hop. Und Max. I do not remember this. Ja, du hast eher so Wings und sowas geguckt. Und das. Tata! Immer noch. Achso. Okay. Alice im Wunderland. Ehrlich? Alice im Wunderland. Das war voll süß! Ey, süß, krass, ein Fläschchen Hund oder so. Das war eine süße Serie. Nein. Ich habe ganz vergessen, dass es eine Serie davon gab. Die ist voll toll. Die ist voll die schöne Serie. Lass mal gucken. Ja. Lass mal gucken. Lass mal leiser machen. Das ist so gruselig. Ja, Mann! Ja, ich kenn's auch irgendwie, aber was ist das? Frankenstein. Das hatte ich gerade noch an. Entfernte Welt. Das kannst du wieder lauter. Ich bin voll schön. Ich bin atemlos. Hörst du auch den Poppy an? Also, evangelischer Kinderchor. Ah, sind die auf so einem Schiff unterwegs? Das wandelnde Schiff. Was? Keine Ahnung. Ich hab irgendwas gesagt. Ich kenne das! Digimon! So? Ist das Digimon? Pinocchio? Vielleicht? Pinocchio? Hat sie auch gesungen? Das hab ich auch geguckt. Kleines Püppchen. Du kleines Püppchen. Der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, war. Ich kenne das aber irgendwie auch. Ah. Das meinte ich mit dem Schiff vorhin bei Digimon. Mm. I'm Kim Possible. Know that I am on my way. Früher durften die Gewinner von Popstars. Das ist Intro-Sänger, ja. Ich weiß noch, das wurde manchmal geswitcht. Ja. Weil eigentlich war das doch. Das war irgendeine Popsängerin. Ich weiß. Das war irgendwie Christina Milian oder so. Das kann sein, doch. Und dann durften die von Popstars das singen. Hm. Richtig cool. Es gab verschiedene Versionen, das weiß ich auch noch. Ja. Was okay. Ist das? Kickers, oder? Oh. Kickers, das ist ja holländisch. Ja, ne? Was? Ist ja holländisch. Ah, oh, scheiße, was ist das? Wie heißt der Jimmy Neutron? Kann sein, da war ich zu alt für. Ist das schön? Helene Fischer? Könnte auch Cascada sein. Ja, gibt's auch ein Anime. Ich kenne das auch, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Das heißt irgendwie Ranma oder so. Ich hab's auch nicht bekommen. Das ist Sailor Moon. Oh, was ist das nochmal? Mario! Ist das Heidi? Ja. Erstmal TikTok-Tänze darauf machen. Gibt's bestimmt schon. Bye, Groovy! Oh, nice! Wir schon. Tschüss! Ob der Baumeister oder sowas? Mm-mm. Ah, das habe ich auch geguckt. Ja, das hast du echt geguckt. Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ja, ich glaube, der Roberta. Ich glaube auch. Weil Männer so in Geld schwimmen, das fand ich immer geil. Ja, das ist geil. Ne? Wenn jetzt in so einen Pool da reinspringt, irgendwann mal, wenn ich groß bin. Das kenne ich. Was ist das? Pur. Was war das nochmal? Dragon Ball Z. Ah. Oder sogar nur Dragon Ball, ich weiß gar nicht. Hab ich auch nicht geguckt. Ich hab's ein bisschen geguckt. Aber voll viele gucken das jetzt, so Erwachsene. Ja. Weil angeblich versteht man voll vieles erst, wenn man erwachsen ist. Aber ich glaube, das ist ja bei vielen Sachen so, ja, oder? Auch Sailor Moon. Ja klar, wenn du ganz viele Sachen, die du früher geguckt hast, die hast du halt einfach geguckt, weil es cool war. So, und jetzt... Das ist eine große Pause, oder? Das war die geilste Serie. Das ist geil.
Ich war immer sie. Echt? Ich war der Fette. Oh, das kann ich. Das habe ich nicht geguckt. Das ist Digimon. Ah, was war das denn davor? War Digimon einfach eine Pokémon nachmachen? Oder ist das gleichzeitig rausgekommen oder so? Ein bisschen später kam Digimon raus. Also ein bisschen nachgemacht von Pokémon. Ich weiß nicht, nachgemacht oder... Einfach. Aber das ist ja ähnlich mit diesem Figur, mit den Tieren sammeln und ja, so. Es und ist so auch, ja, wahrscheinlich wussten die, das eine kommt gut an und haben noch so eine Serie rausgebracht. Aber langweilig. Pokémon war halt 1000-mal besser und die waren viel süßer. Ist halt so. Allein Pikachu. Allein Pummelhof. Pipi? Kennst du nicht Pipi? Nee. Pipi hat immer gesungen und dann sind alle gestorben. So funktioniert es bei mir auch. Pummelhof hat gesungen. Was hat ein Pipi gemacht? Pummelhof war doch Sänger. Weiß ich nicht. Pummelhof. Und Dings Flumanda. Der ist sowieso süß. Und Eboli. Nee, hieß das noch? Eboli. Eboli. Ja. Ich hatte sogar meinen Flummi. Da war ein Eboli drin. Stimmt. Den hatte ich auch dann von dir. Schlümpfe. Der Jaja Mir. Jaja Mir. Besser. Das ist der Jaja. Gummibären. Aber weißt du, was ich hasse an diesem Lied? Das machen manche Leute auf Partys. Ja, das verstehe ich nicht. So ein Remix. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Das habe ich noch nie verstanden. Aber ich verstehe auch Barbie Girl nicht auf Partys. Nee, das verstehe ich auch nicht. Deswegen... Let them do their thing. Hast du schon mal Gummibären auf Holländisch gehört? Ja. Ja, damit haben wir früher die Zeit verbracht. Das war auch früher so ein Gag, so hallo. Hast du schon mal Holländisch gehört? Gummibärs. Danke, Mann. Ah, Biene Maya. Das kenne ich nicht. Ah, das ist Detektiv Conan. Habe ich auch nicht geguckt. Ah! Caillou! So eine komische Serie irgendwie. Es gab eine Beyblade-Serie. Warum dachte ich, dass es nur Spielzeug ist? Meine Frage ist, gab es erst das Spielzeug und dann die Serie? Oder gab es erst die Serie und dann das Spielzeug wurde so nachgemacht, damit man das auch spielen kann? Oder kam es zeitgleich raus? That's my question. Aber hier ist wieder was gesperrt. Das ist Benjamin Blümchen. Ehrlich, das ist die Intro-Musik von dem Bär im großen blauen Haus? Warum habe ich es nicht erkannt? Hatte der irgendwann ein anderes Intro? Weil I don't remember that. Es klingt so, als ob ich es kennen müsste. Das ist Ariel! Oh. Der singt darüber, wie fröhlich er ist, aber das macht mich immer so aggressiv. Das kenne ich, aber was ist das nochmal? Aladdin! Ja, Mann! Hä, ich habe voll vergessen, dass es zum Beispiel von Aladdin und Ariel auch Serien gab. Irgendwie in meinem Kopf sind es immer nur Filme, aber davon gab es ja Serien. Und deswegen kenne ich die, glaube ich, auch. Weil ich habe, glaube ich, von allen Sachen eher die Serien geguckt als die Filme. Zum Beispiel, ich habe auch immer Timon und Pumba geguckt. Aber ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben, ich weiß, shocking. Ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, von vorne bis hinten König der Löwen geguckt. Ich bin mir eigentlich sogar hundertprozentig sicher, dass ich das nicht getan habe. Weil Ilona und ich haben eigentlich immer nur... Digga, diese Haare regen mich so auf. Wir haben eigentlich immer nur die ganzen Disney-Prinzessinnen geguckt. So girly-girly-Sachen. Ich kenne das, aber was ist das? Aha! 101 Dalmatiner, Leute. Ich habe ja auch Van. Eigentlich bin ich gar nicht so Fan von so Disney-Merch, finde ich. Also vor allem so, keine Ahnung, so Shirts oder sowas. Aber ich fand so, die Schuhe sind von Weitem einfach aus, als wenn da Flecken drauf sind. Und dann guckt man drauf und dann sieht man so Dalmatiner... Und das hat mich irgendwie angesprochen. Ich weiß nicht, ich trage die Schuhe auch nie. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe das Gefühl, die sind schon sehr beliebt. Vor allem die normalen, schwarzen, weißen, whatever. Ich finde die so unbequem. Die reiben mir immer den kleinen Zeh auf. Deswegen, I don't really wear them, but I don't want to throw them out oder so. Deswegen. Das war's, Leute. Ich habe das ganze Video durchgeguckt. Ich verlinke euch auf jeden Fall das Video unten. Ich habe ja sowieso jetzt alles eingeblendet, aber vielleicht könnt ihr das ja Freunden schicken oder so. Ich finde es voll die süße Idee.
Ja, okay. Reicht jetzt auch mal hier. So, meine lieben Freunde, ich habe mich vor 2 Tagen oder so gefreut, dass meine Haut gut ist und zack, wurde ich mit Pickeln beschenkt. Da habe ich einen neuen und hier habe ich sogar 3 übereinander. Guck mal, ich habe hier halt immer so Rötungen, aber das ist halt so, keine Ahnung, ich finde es halt nicht schlimm, dass es da ist, weil es sind keine Pickel, es ist einfach nur so komisch, unebene Haut, bisschen rötlich. Denke ich mir, ja, okay, kann ich mit leben. Aber das ist einfach frech. Aber ja, ich mache jetzt noch Selbstbräuner drauf. Irgendwie habe ich richtig Bock auf Selbstbräuner. Und da habe ich sowieso noch einen, den ich gerade teste. Mache ich das, dann gehe ich schlafen. Und dann war es das auch mal wieder von einem Wochenblog von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. Das war es dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.